Hallo und herzlich willkommen zu meinem allerersten Videocast. Hurra! Ich bin heute über einen Artikel bei der Future Zone gestolpert. Und zwar den Artikel "Wie man WordPress sicher installiert" von Georg Holzer. Und wie ihr hier seht, das ist ein relativ umfangreicher Artikel. Der Georg Holzer hat sich sogar die Mühe gemacht und zwei Videos aufgenommen. Um das Ganze etwas drei Videos, oh, Entschuldigung, drei Videos gemacht, um das Ganze ein bisschen anschaulicher zu machen. Ich habe nur ein kleines Problem mit der Anleitung, die der Georg da gepostet hat, und das hat mich dazu motiviert, dieses kleine Video zu drehen. Schauen wir mal, ob euch das interessiert. Bin schon sehr gespannt, wie viele Views das Ganze bekommt. Gut, aber beginnen wir damit, dass wir Georgs Anleitung zur sicheren WordPress-Installation folgen. Das heißt, Schritt 1, wir laden uns WordPress herunter. So, ihr seht schon, ich verwende nicht Windows, sondern Linux. Das erste, was man bei Linux braucht, ist eine Konsole. So, WordPress ist heruntergeladen. Zweite, was wir machen müssen, ist WordPress auspacken. Auch das haben wir schon erledigt. Hurra! Zum Glück habe ich einen schnellen Rechner. Der nächste Punkt laut Georgs Anleitung ist, dass man diese Dateien auf einen Server, auf seinen Hosting-Server hinauflädt. Da habe ich mir jetzt schon ein FTP-Programm vorbereitet und habe mich auch schon zu meinem Webserver hin verbunden. Wie ihr seht und so wie es auch der Georg empfiehlt, Georg Holzer, ich verwende hier SFTP, das heißt, das ist Secure FTP verschlüsselt, damit meine Benutzername und mein Passwort, das ich brauche, um mich bei dem Server anzumelden, nicht unverschlüsselt über die Leitung übertragen wird, dass da keiner mithören kann und mein Passwort stiehlt. So soll es ja auch sein. Das ist ja Best Practice. Gut, WordPress möchte ich hier in das Verzeichnis htdocs installieren. Diese Information habe ich quasi von meinem Provider bekommen. Schwupp, dann laden wir das Ganze mal hinauf. Das dauert jetzt eine Sekunde oder zwei. Zum Glück ein schnelles Netzwerk, da ist das gleich erledigt. Und sobald wir das gemacht haben, beziehungsweise, ja, kann ich jetzt schon einmal hineinschauen, haben wir da im Server einen ganzen Haufen, sehr gut, schon fertig, einen ganzen Haufen an Dateien. Und unter anderem müssen wir ja nach der Anleitung von Georg die wp-config-sample bearbeiten. Mein FTP-Client bietet mir da gleich die Möglichkeit an, das quasi am Server zu machen. Daher mache ich das auch gleich. So, da haben wir unsere PHP-Konfigurationsdatei. Erste, was wir ändern müssen, ist natürlich den Datenbanknamen. Dann brauchen wir einen Benutzer. Und das Passwort könnte jetzt vermutlich erraten, genau. Für eine Produktionsumgebung würde ich so ein Passwort natürlich nicht verwenden. Wer mich kennt, weiß, unter 32 Zeichen geht bei einem Passwort gar nichts. Gut, dann müssen wir natürlich auch die ganzen Keys und Salts und was wir da alles noch sonst brauchen für WordPress generieren. Da habe ich schon eine Kleinigkeit vorbereitet, wenn ich die richtige Taste. So, wie gesagt, habe ich eine Kleinigkeit vorbereitet. Und damit man den Angriffen der Cyberkriminellen nicht schutzlos ausgeliefert ist, müssen wir jetzt natürlich auch noch den Präfix der Datenbank ändern, damit wir da ganz auf der sicheren Seite sind. Also, das errät sicher kein böser Cyberkrimineller und damit sollten wir auf der sicheren Seite sein. So. Das Ganze werden wir jetzt einmal speichern. Und dann müssen wir Finish Editing, yes. Und dann müssen wir die Datei natürlich noch umbenennen. Das kann mein FTP-Client alles, das ist recht angenehm. Und jetzt können wir eigentlich nachschauen, ob mein WordPress schon funktioniert. Das heißt, wir rufen jetzt die URL des Blogs auf und in der Tat
Wir haben hier bereits eine lauffähige WordPress-Installation, die wir jetzt noch mit ein paar Daten ergänzen müssen. Gelernt haben wir vom Georg Holter ja auch, dass der Username auf keinen Fall Admin sein soll, weil da die bösen Cyberkriminellen dauernd Bruteforce-Attacken fahren. Das heißt, wir nehmen hier auch einen ordentlichen, einen anderen Benutzernamen und noch ein sicheres Passwort. Wie gesagt, wir wollen ja eine ordentliche Länge haben. Und wie wir ja, und das System sagt uns ja auch, das ist ein super sicheres, tolles, langes, super gummigutes Passwort. Die Privacy, ja, die Suchmaschinen dürfen jetzt unsere Seite indizieren. So, und wie man sieht, haben wir jetzt auch schon eine fertige WordPress-Installation und könnten uns anmelden. Ich bereite das jetzt schon einmal vor, aber bevor ich jetzt da auf Login klicke, möchte ich noch was anderes machen, weil ich habe ja gesagt, ich bin mit dem Titel, wie man WordPress sicher installiert, nicht ganz happy. Hat einen Grund. Wir sind bis jetzt genau der Anleitung gefolgt, die der Georg Holzer auch publiziert hat. Und diese Anleitung hat ein schwerwiegendes Problem. Wenn wir uns hier auf die Verbindung anschauen, sagt uns der Browser in dem Fall, Your connection is not encrypted, unsere Verbindung ist nicht verschlüsselt. Das heißt, alles, was ich hier eingebe und wenn ich jetzt hier auf den Login-Knopf drücken würde, würde unverschlüsselt über das Netzwerk laufen. Wenn jetzt zwischen mir und dem Server ein Kabel liegt, wo niemand anderer mithören kann, ist das relativ wurscht, ist aber trotzdem nicht Best Practice. Aber jetzt denken wir mal darüber nach, ich bin zum Beispiel da oder einer der Plätze, wo ich FreeWave nutzen kann, dann ist das FreeWave ja ein Shared Medium. Das heißt, alle, die in dem WLAN drinnen hängen, sehen den ganzen Netzwerktraffic, der über das Netzwerk läuft. Das heißt, die sehen auch das, was ich hier ins Formular eintrage. Und da wir hier kein Schloss haben, keine Verschlüsselung haben zwischen meinem Browser und dem Server, können die dann auch meinen Benutzernamen und mein Passwort mitlesen. Klingt natürlich jetzt sehr trocken, deswegen haben wir gedacht, ich zeige euch das auch gleich einmal. Da gibt es nämlich ein super tolles Tool, das nennt sich Wireshark. Und der Wireshark, Continue Without Saving, protokolliert mir Netzwerk-Traffic mit. Das heißt, alles, was jetzt über das Netzwerk läuft, protokolliert er mit. Kann ich zu Hause laufen lassen, kann ich im Kaffeehaus laufen lassen, wenn es dort einen WLAN gibt. Und jetzt melde ich mich einmal an. So, WordPress hat sich angemeldet. Bam. Hurra, das hat funktioniert. Howdy Falken, ich bin in meinem WordPress angemeldet. Das heißt, meine WordPress-Installation ist fertig. Sie ist aber nicht so sicher, wie man vielleicht glauben möchte. Gehen wir wieder darüber zu meinem Wireshark. Beenden da mal jetzt die Aufnahme. Und ihr seht schon, der hat da sehr, 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 sehr viel mitprotokolliert. Das heißt, ich mache jetzt dann noch, was ich jetzt noch mache, ist, ich wähle mir einen Filter aus und zwar will ich jetzt nur alle HTTP-Post-Requests sehen, sprich alles, was ein Client zu einem Server geschickt hat. Wenden wir das mal an und da sehen wir schon, den ersten Treffer ist ein Post-Event auf die WordPress-Login-Seite. Das heißt, von einem Browser wurde an den Server was geschickt und nachdem das unverschlüsselt war, sprich über HTTP und nicht HTTPS geschickt wurde, kann ich jetzt auch den Inhalt sehen. Den Inhalt zeigt mir Wireshark hier an. Und ihr seht schon, mein Login-Namen ist Falken und mein Passwort war dieser ganz lange String bis daher. Das heißt, ich habe jetzt, wenn ich jetzt ein böser Angreifer wäre, hätte ich jetzt dieses super sichere 32 oder 34 oder 42 Stellen lange Passwort, weil die Verbindung zwischen meinem Browser hier und dem Server nicht verschlüsselt war. Die Moral von der Geschichte, auch wenn in einem sogenannten IT-Magazin steht, das ist eine sichere Installation, sollte man vielleicht doch noch einmal kurz darüber nachdenken, ob dem wirklich so ist oder ob man nicht vielleicht doch noch ein weiteres Security-Problem hat. In diesem Sinne, einen wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, guten Abend und tschüss, bis bald.